Ja, hi, ich bin's Alex. Ihr habt ja schon lange nichts mehr von meinem Roller gehört, hier hinten, von meinem Peugeot Satelis. Nachdem ich jetzt halt vor allen Dingen Kajak-Videos gemacht habe oder dann auch mal ein Motorradvideo. Jetzt ist der Roller wieder dran. Und zwar ist es so, es geht ja jetzt halt langsam wieder Richtung Winter. Deswegen werde ich ihm jetzt wieder Winterkleidung verpassen. Also sprich die Rollerdecke anbauen. Ja, ich bin immer noch unterwegs mit meinem Roller. Er macht mir immer noch sehr viel Freude. Er ist täglich im Einsatz im Prinzip, also zum Einkaufen und täglich, um in die Arbeit zu fahren. Ja, so langsam wird es jetzt wieder kälter. Wir haben jetzt halt Mitte Oktober und die Temperaturen sollen jetzt die nächste Woche auch ziemlich runtergehen. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt wird es Zeit, dass ich die Rollerdecke dran befestige, um im Herbst, ich hoffe, noch ein paar schöne Touren damit machen zu können. Der aktuelle Kilometerstand ist jetzt, schauen wir mal, 33.936, also knapp 34.000 Kilometer. Und es fehlt sich immer noch überhaupt nichts. Er fährt wie eine Eins, startet wie eine Eins. Jetzt baue ich erstmal die Rollerdecke dran, dass er fit ist für den Winter. Weil ich fahre vermutlich, solange es keinen Schnee und Eis gibt, den ganzen Winter durch. So, hier ist das gute Stück. Das werde ich jetzt dran bauen. Allerdings gibt es nur eine Kurzversion davon, weil ich habe ja schon ein Video gemacht, wo der Anbau ganz ausführlich gezeigt wird. Somit ist die Rollerdecke wieder drangeschraubt und der Winter kann kommen. Das schlechte Wetter kann kommen. Es ist wirklich immer noch irgendwie ein geniales Teil. Also zum einen ist man natürlich geschützt von den Beinen her, von unten, von Spritzwasser und so weiter. Und zum anderen, was halt wirklich super ist, wenn es dann einfach regnet oder feucht wird, dann kann ich hier die Plane drüber machen. Irgendwie mit einer Hand geht es schlecht, mit zwei geht es besser. Jetzt ist die Plane drüber, die Abdeckung, und das ist natürlich genial, wenn ich eben zum Beispiel spät aus der Arbeit komme oder ganz früh in die Arbeit fahre und es feucht ist, dann bleibt der Sitz halt einfach schön trocken.
Das Festschrauben von der Beidecke, das hat jetzt ziemlich genau 9 Minuten 45 Sekunden gedauert. Also es ist also wirklich kein großer Aufwand. Knappe 10 Minuten und das Teil ist dran. Das war's dann jetzt halt auch schon wieder von mir. Ich wünsche euch was. Bis bald. Ciao, euer Alex.